feucht, saftig, lecker. Wir testen heute keinen Waschsalon. Aber das ist mein Tangat. Ich hoffe, Finanzamt hat es nicht gehört. Das ist sehr, sehr heftig. Wir machen Intro. Lass hier vor Waschsalon. Was geht, Friends? Und willkommen zu einem... Schnauze. Auf jeden Fall, nein, wir testen heute keinen Waschsalon. Wir testen heute auch keine Tram. Wir werden heute Süßigkeiten auf Too Good To Go und Konditoreien, Donuts. Aber wenn ihr wollt, dass wir Waschsalon testen... Hast du deinen vollgeschissenen Unterhosen? Bro, wir waschen Geld ab. Ich hoffe, Finanzamt hat es nicht gehört. Bruder, du hast weiße Hose, man hat vorhin schon diese braune Fleck gesehen. Bro, das ist mein Tangat. Wir haben 4 Konditoreien für euch ausgesucht. Wie heißen die, Bro? Bolangiri, Dom Pierre, Café Cucina Sorriso, Wonder Waffel, Teeseele und Donuts and Candies. So, Friends, unsere erste Station war bei Teeseele. Da haben schon unsere Bubble Tees und noch ein Snack auf uns gewartet. Das Bubble Tea, Friends, oder Perlenmilchtee genannt, kommt aus der taiwanesischen Küche und wurde in den 80er Jahren erfunden. Die traditionellen Bubble Tees, Friends, wurden mit Tapioca-Perlen zubereitet. Die Tapioca-Kugeln werden 25 Minuten gekocht, bis sie eine kaugummiähnliche Konsistenz haben. Mittlerweile, Friends, sind die Popping Bobas dazu gekommen. Das sind Gelee-artigen Kügelchen aus Alginat. Das ist die Stärke, die aus den Algen gewonnen wird. Bei der ersten Station waren wir... Bruder, er macht Soundeffekte. Wir haben 2 Bubble Tees bekommen. Einmal rot, einmal grün. Mit rote Kugeln, grüne Kugeln. Und dann dazu haben wir noch einen kleinen Snack bekommen. Irgend so ein Gebäck. Ich weiß nicht, was es ist. Ich sehe zum ersten Mal so. Wir schneiden das auf. Okay, sieht schon echt saftig aus. Ich glaube, da ist irgend so eine Früchtecreme drin. Oh. Das ist Schokolade. Früchtecreme drin. Bruder, gönnt euch. Das riecht richtig geil nach Nutella. Das ist Pfannkuchenteig, glaube ich. So riecht es. Riech mal. Am Anfang sah es aus wie Blueberry. Ich mach. Boom. Fette Saft. Sehr krank. Das ist sehr, sehr heftig. Boah, gönnt euch. Schreibt mal in die Kommentare rein, wer weiß, was das ist. Ich glaube, das ist so eine asiatische Waffel. So eine Nutella-Bombe ist es. Auf jeden Fall, Bruder, filmst du meine Glatze? Oder Bruder, jetzt bis 10. Bruder, das ist mindestens eine 9. Auf jeden Fall eine 9. Ich habe keine Worte. Ihr müsst euch vorstellen, Pfannkuchen und voll gefüllt, gefetzt mit Nutella. Aber nochmal crunchy. Ich brauche das auf jeden Fall. Ich muss wirklich da. Du brauchst es. Bro, das ist mehr 10 von 10. Perlen, also gibt es nur 9. Grünen mit roten Bällchen. Das ist auf jeden Fall grüner Tee. Und die Bubbles, was sehen wie Kaviar aus. So, weißt aber es ist wenig Bubbles, oder? Bisher weniger Bubbles. Ich weiß nicht, ob das einfach daran liegt, dass die geplatzt sind. Weil wir waren 2 Stunden unterwegs. Das ist so ein rotes Ding, warte. Erdbeer, Litchi, Kiwi. Ich glaube, das ist Litchi. Grüner schmeckt besser, 100 Pro. Das ist auf jeden Fall Passionsfrucht, gefüllt mit Kiwi-Bällen, glaube ich. Jetzt saugst du schön. Wie Dyson, weißt du? Also wirklich, kann man sagen, sind gute Bubble Tees. Aber diese Nutella-Bombe, die hat gefällt. Kann man nicht bescheiden, muss man probieren. Ihr müsst es unbedingt probieren. Geht da hin. Salz, ne? Soll ich kündigen oder nicht? Dann sind wir zu Candy and Donuts gegangen. Erzähl weiter, rede doch. Bruder, ich bin konzentriert. Ich nenne mein Kind Baklava. Dann die wird angeflirtet, du bist süß wie Baklava. Bruder, das ist schon gelbe Zähne, so bist du. Willst du mich hier vor Kamera runter machen jetzt oder was? Nein, ich sag nur Wahrheit. Bro, wo ist Handy? Ist Handy bei dir? Oh shit. Bro, wie funktioniert das? Here we go again. Ich krieg nicht auf. Oh, ich bin jetzt gespannt, wie diese Donuts schmecken. Die sehen schon echt wild aus. Wir schneiden diese Cornflakes auf. Knusprig, knusprig, sagst du knusprig? Ich glaube, da ist so eine rote Soße drin, mal sehen. Ist das auch fruchtig? Fruchtig. Ja. Rote Soße drin, wir sind Piraten, wir stechen ins Rote, ne? Freundin, schau. Ich vergessen. Jetzt probieren wir den Crunchy Donut mit Cornflakes. Der hat so eine Glasur, weiße Glasur drauf. Was nicht letztes Mal? Bei dem ist es eigentlich ein ganz Standard Donut, oben mit Glasur drauf, mit Cornflakes. Ist crunchy, aber ist jetzt nicht das Krasseste. Und wir testen jetzt den anderen Donut, der so mit Fruchtig, mit roter Soße. Ich bin ehrlich, mit größeren Erwartungen dahingegangen zu Candy und Donuts. Kennt ihr Royal Donuts? Ich dachte so in der Richtung ehrlich, dass man sowas bekommt. Weil ich war einmal bei Royal Donuts, du warst auch dabei, Bro, weißt du noch. Es war richtig prall gefüllt mit Pistazien, mit Nutella. Ja, ja. Aber auch für 3 Euro passt schon. Also. Ich bin aber nicht
begeistert. Mein kurzer Bubble Tea bei dieser Zuckershop. Machen unsere Bitch-Rüber kaputt für euch, damit ihr nicht machen müsst. Wenn ihr da nicht liked, kommentiert, abonniert, pusht, dann weiß ich auch nicht. Dann seid ihr Hunde. Wenn ihr Hunde seid, geht zu Lidos Pet Shop. Hier unten verlinke ich, gönnt euch Sachen, supportet uns. Das ist noch überfahren. Ich hoffe, man hört uns trotzdem, sonst musste ich einmal schreien. Hier. Mach so nochmal. Ich muss einmal schreien. Grün erwartet trotzdem. Aber was ich gehört habe? Ja. Auf Rot, Bruder. Straßenverkehrsordnung ist eine Empfehlung. Warte, lass den Baustelle gehen. Hier ist Baustelle. Hier geht doch durch. Geht unten durch. Schau mal. Er sagt, komm, lass unter Baustelle gehen. Okay, Bruder. Halt. Hier. Schau mal, da steht, guck, ich hab so Juck. Oh, da ist dieser Dude. Oh, servus. Kennt man sich? Was willst du? Anzeige ist das. Anzeige, Hauptmeister. Von hier, ja, warte, da, Bruder, geh doch. Da. Bruder, ich geh nicht auf, bleib nicht auf der Straße. Ich glaube, es gibt sogar Abfälltaschen. Ja. Bei dem nächsten waren wir bei Dom Pierre. Da stand, dass man Süßigkeiten bekommt. Bekommen haben. Wir machen das auch. Okay, es gibt, ich sehe gerade, es gibt auch ein paar Süßigkeiten. Wir haben hier einmal eine Zimtschnecke. Ich probiere mal direkt das Herz. Das Herz ist eigentlich das Leckerste, Mann. Ob genug Zimt drin ist. Mmh. Schon gut, schon cremig. Wirklich eine stabile Zimtschnecke. Die sättigt, die ist süß, die ist nicht trocken, die ist feucht. Mit der Zimtschnecke, für Zimtschneckenliebhaber, machst du gar nichts falsch. Natürlich kannst du auch, wenn du ein bisschen hipper bist und ein bisschen was anderes willst, zu Cinnamon gehen. Aber wenn du wirklich einfach eine stabile Zimtschnecke willst, wirklich zu der, ich sag mal, eine gute 8. Dann hatten wir noch so ein UFO. Schaut mal, das ist wie ein UFO. UFO 361. Schaut, so ein Brioche einfach. Ah, das kannst du zerspannen. Lass mal probieren. Schmeckt lecker. Ist jetzt nicht zu süß, nicht zu salzig. Ich kann es auf jeden Fall für alles verwenden. Als Süßigkeit, als Brot für Burger. Was haben wir noch? Irgend so eine Schnecke. Du Schnecke. Du bist Schnecke. Das ist eine Rosinenschnecke. Schreibt mal unten rein, ob ihr Rosinen feiert, weil viele sagen ja, das ist ein... Das Schlimmste, was es gibt, ich feiere das, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde es gut. Nur was ich nicht verstehe, dieses, kennst du Rosinenbrot? Und warum tut man Rosinen im Brot, Bruder? Diese Rosinenschnecke ist wirklich top. Feucht, saftig, lecker. Der Teig ist wirklich geil. Hat so eine gute Struktur. Dann haben wir hier noch ein paar Baguettes. Falls ihr grillen gehen wollt, habt ihr einen schönen Teig. Warte, wir schauen jetzt. Der Teig ist gut, boah. Bruder, schmeckt gut. Probier. Nein, nein. Da ist zu viel Kohlenhydrat. Kohle ist doch immer gut. Und dieses Laugenbrot sieht aus wie eine Maus. Mh, das ist geil, Bruder. Willst du? Na, Bruder, gib mir lieber diese Zimtschnecke. Oh. Jetzt auf jeden Fall, dieses Dom Pierre, für das Geld, was man gegeben hat, lohnt es sich auf jeden Fall. Baguettes, Süßigkeiten, alles dabei. Für einen Sonntag, du brauchst Brot, hast du da einen sehr edlen, sehr schönen Geschmack. Innen sah es auch cool aus. Das Ambiente war geil auf jeden Fall. Natürlich für Dates braucht man ein bisschen mehr. Mit deiner Oma kannst du auf jeden Fall dahin. War das eigentlich eine Hate oder? Ja, schon ein bisschen eine Hate. Nun, Friends, kommen wir zu dem italienischen Kaffee. Boah, Bruder, weißt du, was ich richtig Bock habe? Auf diese Wonder Waffle. Ich hab mir viel schon Spucke. Was schätzt du, was haben alle abgestimmt? Soll ich dich kündigen im letzten Video? Da haben ja, Bruder, best. Aber mit Abwendung. Freunde, gönnt euch diese saftigen italienischen Süßigkeiten nochmal, mein Gott. Hier kurz meine Zahnbürste. Ein bisschen klein. Ihr seht es. Okay, 3, 2, 1 und. Oh, das sieht saftig aus. Schaut euch mal diese Cannoli oder wie heißt das? Ist das sind das Tacos? Schreibt mal unten rein, ob die Cannoli heißen. Hier so ein Kuchen mit. Ich weiß nicht, irgendwas drauf. Ich glaube, so eine Vanillencreme. Probiert direkt. Freunde, schaut euch diese Cremigkeit. Ich weiß nicht, ob das. Ich glaube, die sind nicht mehr die frischesten. Aber. Die frischesten sind sie wirklich nicht. Aber diese Pistazien, die sehen so geil aus. Sehr leichter Geschmack. Nicht zu süß. Teig ist geil. So sahnig. Das ist so eine Milch-Sahne-Creme. Was ist mit Stuhl? Scheiße, Bruder. Warum filmst du auf meine Werkzeuge? Freunde, wir probieren den Kuchen. Ich glaube, das ist Vanillecreme. Boah, da ist safe Champagner drin. Ohne Spaß. Na, warte. Das ist Creme Brûlée. Das ist Zitronencreme, nicht behindert.
keiner weiß, ob das Zitrone ist. Das ist nicht so eine intensive Zitrone, die einen weghaut. An sich mag ich keinen Zitronenkuchen, aber der ist krass. Und jetzt kommen wir zu Wonder Waffle. Wir gehen dahin vor Ort, testen das Ganze. Ich bin zum ersten Mal bei Wonder Waffle, direkt good to go. Wir testen das für euch. Let's go! Freunde, ich war zum ersten Mal bei Wonder Waffle aus Berlin und ich war direkt geflasht. Schaut euch dieses Ambiente an, schaut euch dieses Menü an, schaut euch diese kranken Eissorten an. Ich war einfach geflasht. Der Meister hat uns erstmal saftige Kirschen auf die geile Waffe geklatscht. Dann gab es erstmal einen geilen Vanillendoping. Dann nochmal saftigen Kirschen. Dann einen schönen Berg aus Sahne. Und daraufhin nochmal eine saftige Kugel Pfirsich-Joghurt-Eis. Und dann durften wir endlich dieses fette Ding auseinandernehmen. Freunde, gönnt euch. Ich glaube, da brauche ich auf jeden Fall eine Gabel. Bruder, nimm mit Hand. Ich gehe schnell Gabel holen. Friends, wenn man Besteck extra holen muss, dann wisst ihr, dann ist es was wirklich Fettes. Wir haben uns extra nicht dahingesetzt, damit wir objektiv viel bewerten können. Da gibt man eine, diese. Schau, mein Kameramann fetzt das schon auseinander. Gönnt euch, das Ding ist fett. Boah, man ist so gut, hier ist Eis. Du hast meinen Kanal übernommen, oder? Hier ist Sahne oder andere Weiße. Das sind Kirschen mit Kirschensaft und Vanillen, Milchsoße. Weiße Schokolade, Milchsoße. Bruder. So, wir haben Eis. Sehr geil, ich glaube, das ist Joghurt-Eis. So, Peach-Joghurt. So eine Peach? Ich muss sagen, 10 von 10 Mann. Highlight des Abends. Brauchst krass. Gönn dir ehrlich. Das soll endlich mal auch mal fett sagen, das ist nicht nur. Na, Bruder. Freunde. Machst du alles auf einmal im Mund stopfen, die wollen sehen. Wirklich, Wonder Waffel, 10 von 10 geht dahin. Geile Bedienung, geiler Ort. Und hiermit verabschiede ich mich von euch. Ich will diese Waffel in Ruhe genießen. Abonniert, pusht. Also, damit wir nicht nur unnötig Drehbäuche bekommen. Yes. Klickt den Like-Button. Und mein Kameramann macht irgendwelche Yoga-Übungen mit seiner Kamera. Boah, ich hab Zuckerschock schon. Abonniert einfach und lasst mich jetzt in Ruhe.